Zuletzt bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Jetzt kommt der Boss, der Miniboss. Und das ist ein Magier mit einem Stab. Wo gehen wir als erstes hin? Backtracking, würde ich sagen. Hier einmal. Oder auch ganz zurück. Ach so, ja, stimmt, der neue Part beginnt. Ja, also, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu Part 17 von The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe gerade den alten Part aufgenommen, den Part davor. Und deswegen war ich noch gar nicht so drin im Kommentieren und dachte, ich müsste einfach weiter kommentieren. Aber ja, trotzdem, hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Ice Dungeon, im zweiten Dungeon von Majora's Mask. Und hier ist noch eine Fee. Wir sind dabei, den zu erklimmen. Da gibt es ja diesen großen Hauptraum. Und im letzten Part haben wir da die Säule in der Mitte hochgefahren. Wo gibt es denn hier noch was zu sehen? Vielleicht mit dem Auge der Wahrheit. Das ist ja auch relativ neu und das wurde in dem anderen Dungeon, nee, in dem anderen Raum auch benutzt. Wollen wir doch mal hier sehen. Tatsächlich. In der Mitte, oben ist ein Loch. Ist da eine Fee drinne? Also, ich habe absolut keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Vielleicht fällt es mir ja noch ein, oder ich stolper über ein ähnliches Rätsel, was mir dann hier auch weiterhilft in dem Dungeon. Aber wenn nicht, dann muss ich halt am Schluss nachschauen. Versuche ich aber erstmal nicht. Was kann man jetzt hier machen? Ah, oha, jetzt habe ich... Ich glaube, ich weiß es. Man muss irgendwie mit dem Gronen wahrscheinlich diese Schichten da rausboxen. Diese andersfarbigen. Immer gegen andersfarbige Schichten natürlich nur. Nicht gegen Menschen. Boxen? Schlagen? Ah, schlagen tatsächlich. Und da zersplittert das einfach. Und das hilft dann am Schluss wahrscheinlich, dass man dann auf eine andere Ebene kann. Weil das dann höher ist. Oder niedriger. Ja, und jetzt muss ich aber wieder ganz runter. Es war schlau, hier runter zu springen. Jetzt muss ich wieder ganz runter, um das wieder runter zu fahren, damit ich auch weiter kann. Wo auch immer das ist, wo auch immer man weiter kann. Aber irgendwo wird es ja schon gehen. Außer die Entwickler haben es vergessen. Aha. Nee, safe nicht. Das wäre schön doof. Schön doof. Schön doof. Oh, 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 oh. Okay, hier ist noch eine Truhe, die wir noch nicht eingesammelt haben. Ich habe den Raum gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann wollen wir die Truhe natürlich auch noch mitnehmen. Das war der erste Raum, in dem wir reingekommen sind. Nach dem Betreten des Dungeons. Und nach dem Vorraum natürlich. Aber das doesn't matter. Was? Das zählt gar nicht. Das Einzige, was hier zählt, ist... Ah... Das zählt jetzt nicht, aber irgendwie müssen wir die Truhe erscheinen lassen. Und das wird wahrscheinlich durch diesen Typ da hinten gehen. Und das geht sogar mit der Hitzewelle. Ich habe den eigentlich gar nicht getroffen. Aber mit einer Hitzewelle da an der Wand, dem Feuerball, der durch den Pfeil ausgelöst wird. Da geht das. Und hier ist ein Schlüssel drin, oder was? Ein Key? Ja, hier ist ein Key. Vielleicht gibt es ja noch ein zweites Dungeon-Item. Das... Habe ich auch schon überlegt, weil man muss doch schon noch relativ viele Items kriegen in dem Spiel. Aber das habe ich im letzten Part schon angesprochen, als wir das Dungeon-Item bekommen haben. Also schaut den gerne nochmal an, das war auch ganz cool, der Dungeon, der Part. Sind gut vorangekommen, würde ich mal behaupten. Nicht so wie jetzt, was mache ich denn hier? Genau, hier in diese Tür müssen wir rein. Habe ich gerade auch schon dran gedacht, aber habe es irgendwie, also als ich Offcam weiter... Warum fällt da mal ein Pfeil runter? Ist es der Pfeil, den ich in den Eisblock reinschieße? Und wenn der schmilzt, dann fällt der Pfeil natürlich runter, weil der da noch drin hing. Hä? Okay, also das ist sehr interessant. Wir sind aber schon sehr hoch. Ich weiß gar nicht mehr, ob da noch so viel kommt. Ah, nee, nicht mehr so viel. Auf welcher Etage ist bitte der Boss? Schauen wir uns doch mal bitte den... Ah, hier oben sind noch drei Räume, zwei Räume. Das sieht doch sehr überschaubar aus. Das meiste haben wir bestimmt schon. Der Boss ist auf der obersten Etage. War ja klar.
Aber warum müssen wir denn die Brücken kleiner machen? Also diese Eisdinger daraus machen? Verstehe ich auch nicht ganz. Aber wir können auch erstmal hier hinten die Schneeblöcke wegmachen. Obwohl ich da nicht reinkomme. Weil ich muss hier lang. Genau. Nicht runterfallen. Schlüssel haben wir gerade noch geholt, glücklicherweise. Und da müssen wir hier rein. Okay. Also war doch nicht so kompliziert, wie ich dachte. Gibt doch einen eindeutigen Weg irgendwie. Und da sind noch diese Schneeballmonster. Und dem habe ich schon mal eine verpasst. Und jetzt kommen die wahrscheinlich von allen Ecken raus. Aber bisher habe ich mich noch nicht treffen lassen, doch von dem jetzt. Aber der droppt auch so freundlich wieder ein Herz zurück. Wir sind quitt, alles gut. Beste Freunde fürs Leben. Ja, gut. Jetzt habe ich die Schneeballungeheuer da besiegt. Und da hinten ist eine Öffnung. Aber wie ich da reinkomme, ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter. Hier müssten wir rauskommen, da wo ich eben die Schneebälle zerstört habe. Da weiß ich aber auch nicht, was mir das bringt. Also, weil wir gehen ein bisschen hoch. Ne, wir kommen über uns direkt raus. Das ist ein bisschen anders noch. Ja klar, es ist gar nicht darum. Das kann gar nicht darum sein. Und hier kommen Schwertkämpfer. So, ich habe den falschen getroffen, den ich eigentlich gar nicht treffen wollte. Okay, Schild ist nicht aus Holz, das heißt, das können wir benutzen. Ich sehe nichts, ich sehe null. Aber scheiße, wir keine Bullet Time bekommen. Wie in Breath of the Wild. Was ist das überhaupt für ein Gegner? Taja, klär uns mal aus. Klär uns mal auf, natürlich. Pass auf, das sind Dino Falls. Schalte in den Zielmodus und setze dein Schild ein. Ja, habe ich. Stimmt, mit dem Schild ist es viel besser. Und natürlich sollte man nicht in ihn reinlaufen. Und guter Treffer. Und da ist er auch down. Okay, droppt er auch eine Fee. Oh, das ist sehr nice. Jede Fee, die wir bekommen, die brauchen wir am Ende nicht mehr zu sammeln. Sonst ist hier nichts mehr. Dann gehen wir weiter in den nächsten Dungeon. Ja, klar, in den nächsten Dungeon. Übertreib gleich. In den nächsten Raum. Das ist der hier. Wie kommen wir darüber? Gibt es vielleicht noch einen Enterhaken oder so hier? Ist irgendwie so prädestiniert. Heißt das so? Egal. Das ist schon so gut für so Türme. Das ist schon so typisch für so Türme, wollte ich sagen. So, mit in der Mitte irgendwas und so. Aber darüber kommen wir nicht. Ach, da müssen wir wahrscheinlich den. Ah, da müssen wir den Klotz. Klein. Jetzt müssen wir den Klotz hochfahren. Und dann eine Etage höher laufen. Mit dem. Weil wir da unten den Eisblock weggemacht haben. Und, ja, okay, ich weiß, wie es weitergeht. Probiere ich mal irgendwie hier rein. Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's tatsächlich geschafft. Hier kann man rein und da war noch eine Truhe. Aber cool, dass ich das beim ersten Mal hingekriegt habe. Eine verirrte Fee, Nummer 12. Noch 3 Stück fehlen. Und oben kommen noch ein paar Räume. Das kann gut passieren, dass da noch eine ist. So, da fährt das lange Ding wieder hoch. Was aber ein bisschen unnötig mir erscheint, ist dieses Gitter. Weil, wie soll man denn hier reinkommen? Wenn man schon mal hier reinkommt, dann muss man hier runterspringen. Ach so, man muss ja eh. Egal, vergesst es. Ah, aber man muss gar nicht da lang, sondern man muss eine Ebene tiefer noch lang. Ah, okay, ist auch interessant. Wo sind wir denn jetzt hier? Kommen wir denn noch weiter hoch von dem Standpunkt oder nicht? Ne, hier hätten wir rüber gemusst. Und, ja. Wie kommen wir da oben ran an die blauen Teile? Von unten? Also ganz unten vielleicht? Okay, probieren wir es. Nee, da ist nichts. Wo komme ich hier weiter? Hier ist auch keine Fee oder so. Also, ich habe jetzt nicht mit der Maske geschaut, aber in der Nische ist nichts. Und das wäre der einzige Ort, wo es eigentlich sein könnte. Wenn man so drüber nachdenkt. Und hier oben ist auch Sackgasse. Kann man da irgendwie rauf und dann da rein? Nee, geht auch nicht. Von der Seite ist auch zu. Da ist der Boss-Key. Und hier muss ich zwingend drüber mit dem in der Mitte. Und irgendwie muss ich dann dahin kommen, damit ich dann einmal rüberspringen kann.
Ich schaue nochmal auf die Karte, studiere die nochmal ein bisschen. Oh, endlich haben wir hier die Abkürzung. Also ich gehe davon aus, dass das Ding nochmal wieder runterfährt. Ja, tatsächlich. Fährt wieder runter und wir haben endlich hier in diesem dummen Raum die Abkürzung. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir jetzt von einer anderen Seite... Ja? Hallo, Fahrstuhl! Ach komm, als ob ich das jedes Mal wieder schießen muss. Ist ja nervig. Da hat jemand keinen Bock gab das einzuprogrammieren. Oder jemand wollte die Spieler nochmal extra nerven. Ist auch egal. Wir müssen nämlich von dieser anderen Seite hier hochkommen. Und dann sind wir hier, wo wir mit dem Goronen, ist ja auch egal, ob wir jetzt oben oder unten lang gehen, hier lang können. Und dann können wir hier einmal genau hoch, können da die Dinger wegschlagen, glaube ich. Ja, genau. Zumindest eins. Das andere müssen wir von unten machen. Und dann können wir den Dungeon einfach weitermachen, so wie wir es vorhin gemacht. Nee, jetzt können wir einfach... Okay. Boah. So viel, was ich sagen will. Und so wenig, was ich laber. Ja. Nein. Okay, ich bin fast runtergerutscht. So, hier oben habe ich schon das erste weggemacht. Und jetzt kommt das zweite noch. Ich treffe das irgendwie mal zweimal. Nein! Nein! Och nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Okay, hat lang gedauert, aber jetzt ist der Weg frei. Und wir können endlich hier über diese große Plattform rüberwalken, rüberlaufen. Und die Dinger hier kaputt machen. Wobei das irgendwie komisch funktioniert mit der Wand. Ich treffe oft die Wand, wenn ich irgendwie mit dem Grund schlage. Sehr ungenau, aber ja, ist egal. Soll mir recht sein, solange es... Oh. Nein, als ob... Nein, okay, ich weiß jetzt, was wir zu tun haben, aber es dauert noch mal einen Moment, weil wir müssen, dürfen noch keins von diesen Dingern rausschlagen, müssen dann hier hochkommen, hier einmal rüberlaufen, ich zeige gerade mit dem Finger auf dem Bildschirm, macht gar keinen Sinn, hier rüberlaufen, um den Schlüssel zu bekommen und, oh nee, ach komm, das ist nicht dein Ernst, aber vielleicht können wir irgendwie schräg rüber jumpen mit dem Goronen. Ich will es einmal probieren. Zumindest das. Nein, ich hätte doch... Mir fällt gerade ein. Ich hätte doch... Ich kann doch mit dem Deku-Jungen rüberfliegen, weil da ist eine Deku-Pflanze. Pflanze. Boah, das PF, das beherrsche ich irgendwie gar nicht. Bei so schnell reden und nicht drüber nachdenken. Da war doch eine Deku-Pflanze. Das... Sollte mir doch helfen, oder? Habe ich im letzten Moment gesehen. Das würde mir einiges an Arbeit erleichtern, natürlich. So, hier ist der Boss. Hier hinter wartet der Boss. Aber er wird von mir heute noch nicht besucht, sondern erst im nächsten Part. Aber nicht abschalten, es geht noch weiter. Wir müssen noch den Schlüssel bekommen hier. Und das kann auch mal einen Moment dauern. Sollte aber nicht so lang dauern, gehe ich mal davon aus. Aber mit der dicken Pflanze... Würde mich das sehr wundern, wenn ich nicht hier rüber fliegen kann. Also, wollen wir es mal versuchen? Und das sieht sehr gut aus. Schön auf den Schatten achten, der da unten ist. Und dann hier den Key einsammeln, wobei der noch ein bisschen versteckt ist. Ja, müssen wir wahrscheinlich erstmal hier rein. Und dann können wir ihn holen, aber das ist... Oh, es wird doch nochmal spannend. Der Midi-Boss will noch einmal Stress. Aber soll er haben. Ich habe damit kein Problem. Wenn er noch einmal verprügelt werden möchte. Und ich glaube, die Feuerpfeile... Ah, wir sehen es auf der Karte. Wir sehen den echten auf der Karte. Das ist auch krass. Und man kann ihn auch mit Feuerpfeilen angreifen. Okay, ich habe ihn ein paar Mal getroffen und jetzt beginnt das hier wieder. Das
rumgedüse. Und, ah ja, wir sehen echt auf der Karte schon den echten. Gut, aber der ist ein bisschen weit weg. Den werde ich nicht erreichen. Jetzt habe ich falsch geschaut auf der Karte. Weil die Karte ist natürlich nicht immer so passend. Jetzt ist er da hinten. Da hinten. Ah, er hätte schneller schießen müssen. Link, beeil dich doch mal ein bisschen, du willst hier nicht. Okay, das war ein nicer Hit. Und jetzt noch einmal wahrscheinlich und dann ist er down. Aber wenn man das mit der Karte weiß, dann ist das doch gar kein Problem. Aber damit ist er down. Jetzt schreit er noch ein bisschen und jammert und meckert. Sollte mich aber nicht stören. Wenn man das weiß mit der Karte, dann ist das so easy. Aber wenn nicht, dann nicht. Ich würde aber sagen, wir haben uns als würdig erwiesen und können den Schlüssel an uns nehmen. Im nächsten Part wartet dann der Boss auf uns. Im nächsten Part wartet der Boss auf uns, aber in diesem Part geht es noch weiter mit den letzten Feen aus diesem Dungeon. Eigentlich habe ich den Part hier beendet, deswegen wundert euch nicht über die erneute Begrüßung. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einem dritten Part hier im Pinky Berner Tempel in The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich muss hier noch erstmal alle Feen sammeln. Ja, ich will zumindest alle Feen sammeln. Muss es auch für die Story, also ja genau. Wir sind im Pinky Berner Tempel und sammeln die Feen, die letzten. Ich habe nicht nachgeschaut, was für eine Nummer das war. Aber wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von allen Feen. Noch zwei Stück fehlen mir. Das Problem ist, ja, die muss man halt noch finden. Hier in diesem Raum vermute ich leider einen Bug. Weil man kann zwar mit dem Auge der Wahrheit einen Vorsprung erkennen hier oben. Aber ich sehe da keine Fee drin. Und auch irgendwie nichts anderes. Also, das ist ziemlich komisch. Nur wie soll ich den jetzt... Also wie soll ich die Fäden dahinter sehen? Weil, ja, Auge der Wahrheit. Ich sehe das Loch. Aber ich sehe nicht, wo die Fee ist. Die ist wahrscheinlich in irgendeiner Blase dahinter. Aber wie komme ich da ran mit dem Bug? Okay, ich habe jetzt mal eine Sache gemacht. Ich habe hier die Qualität runtergestellt. Vielleicht ist es ja irgendein Bug mit der Qualität. Aber irgendwie auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt rankommen soll. Ich würde sagen, ich beende das Spiel hier nochmal, speichere nochmal, gehe zurück zur Eulenstatue, mache hier noch einen Safe State zur Not. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich vielleicht eine Lösung gefunden habe dafür. Ja, also die Sache ist die, man muss einfach ins Leere schießen. Die Feen werden nicht angezeigt, also man sieht die nicht mit dem Auge der Wahrheit. Und man sieht es gleich hier, am Rand sieht man, wenn ich jetzt ausmache, sieht man gleich die Fee. Die ich jetzt gerade versuche anzulocken mit der Feenmaske. Jetzt sieht man sie und jetzt mit dem Auge der Wahrheit sieht man sie nicht. Bedeutet, man schießt einfach ins Leere, da wo man vermutet, wo die Bubble ist. Man sieht, wenn sie zerplatzt, man hört es ja auch. Und ja, damit habe ich alle Feen gesammelt. Oh. Habe ich die Aufnahme schon beendet? Oh, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich die Aufnahme schon beendet habe. Aber ich bin nochmal zurück nach Unruhstadt, um zu speichern. Und wollte das Geld hinterlegen. Und ich habe 1000 Rubine gespart und bekomme deswegen eine Prämie. Und das ist ein blauer Rubin. 5 Rubine. Das nennt man wohl Zinsen. Ach komm, nicht dein Ernst. Und dafür habe ich jetzt nochmal überprüft, ob alles am Laufen ist und nochmal extra gelabert und ach egal.